Im Inneren war die Familie der Merowinger zerstritten. Jahrelanger Streit brachte auch Morde mit sich. Bis 561 gab es immer wieder mehrere Herrscher und kurze Episoden von Alleinherrschaft. Für die Zeit danach endet zuerst einmal die Expansion, während Teilungen auch kurzfristiger üblich waren. Die Familiengeschichte der Merowinger liest sich wie ein Kriminalroman. Mord und Totschlag standen fast an der Tagesordnung. Erst die Alleinherrschaft Chlothars II. Und seines Sohnes Dagobert brachte wieder innere Ruhe und einen neuen Höhepunkt. Das Zentrum des Reiches lag nun im Westen in Neustrien. Die ehemaligen Teilreiche erhielten allerdings eigene Hausmeier. Diese übernahmen nun zunehmend die Macht. Dagobert wurde noch von seinem Vater ein Hausmeier im Osten in Austrasien zur Seite gestellt. Pippin der Ältere, von ihm stammen die Karolinger, auch Pippiniden genannt, ab. Eine weitere Neuerung war das prinzipielle Alleinerbe Dagoberts. Sein Bruder wurde mit einem kleinen Unterkönigtum abgefunden. Außerdem wurde die Familiengrablege von Saint-Germain-de-Prés südlich von Paris nach Saint-Denis im Norden verlegt. Damit wurde der ortsheilige Dionysius zum Hauptpatron des Frankenreichs. Nach Dagoberts Tod wurde das Reich wiederum unter seinen zwei Söhnen geteilt. Die folgenden Jahrzehnte waren geprägt von Minderjährigkeitsregentschaften. Keiner wurde über 26, viele wurden ermordet. In dieser Situation gewann der Adel an Einfluss, allen voran die Hausmeier, die immer stärker die Politik bestimmten. Als eine Folge gab es Kämpfe der Adelsfamilien um das Hausmeieramt, Auseinandersetzungen zwischen König und Adel, aber auch von Adelsgruppen untereinander. In Burgund kamen Widerstände gegen die Fremdherrschaft auf. Nach 675 nahmen die Machtkämpfe stark zu, allerdings wurde die Reichseinheit gefestigt und blieb gewahrt.